Live shoppen bei Modellbahn Union. Der zweite Versuch heute. Das gab es noch nicht. Wir hatten leider technische Probleme, aber jetzt läuft es wieder. Das heißt nochmal, herzlich willkommen. Hallo an alle Modellbahn-Fans. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr seid auch immer noch dabei. Ihr habt diese kurze Unterbrechung durchgestanden. Dafür geht es ja heute jetzt dann direkt toll los mit tollen Gästen von Rocco und Ideen. Und wir stellen euch, wir diskutieren digitale Programmierung. Ihr könnt uns Fragen stellen hier beim Dennis, dem Dennis Pieler, dem Standortleiter in Kamen. Der ist schon bereit. Ja. Der Marcel ist natürlich dabei, frisch von der Messe. Da reden wir gleich kurz drüber. Und ich war gerade dabei, noch mal kurz zu erklären, wie das geht mit dem Chat. Und da hat mein Handy wohl zu viel Frequenzen gesendet und dann ist alles abgestürzt. Wir versuchen es jetzt nochmal. Genau. Also schreibt uns bitte unbedingt gerne, ob ihr noch da seid, ob ihr euch nicht habt abschrecken lassen. Hier ist ein Pfeil im Live, da könnt ihr euch eintragen und dann her mit den Fragen. Hier gibt es ein Kachelsymbol, da seht ihr die jeweiligen aktuellen Produkte. Könnt ihr dann auch kaufen, in den Warenkorb legen und aber auch direkt wieder zurück zu uns. Ihr müsst also nicht raus aus dem Live-Shop. Herzen könnt ihr vergeben. Hier seht ihr euren Warenkorb. Ja, und hier oben seht ihr dann hoffentlich uns. Das kurz zum Funktionieren des Live-Shoppings. Ist super einfach. Und wir freuen uns, heute wieder mit euch zu sein. Und der Marcel unter anderem. Hallo Marcel, Vertriebsleiter, hallo, Marketingleiter, schon wach? Ja, natürlich. Ja, der ist nämlich gerade frisch zurück aus der Messe. In Stuttgart. Stuttgart. Genau, ja. Gestern Abend noch nach Hause gefahren, damit wir heute hier auch starten können. Ja. Die erste Messe seit wie vielen Jahren? Ja, die erste Messe seit 20, also die erste große Messe für uns seit 2019. Ah, ich dachte jetzt seit 20 Jahren. Nein. Nee, so schlimm ist es ja, nicht. Ja, ja. Und wie war's? Ja, schön, mal wieder bekannte Gesichter zu sehen, das ganze Thema wieder aufleben zu lassen und sich auch wieder viel Feedback zu holen. Zum einen zu unseren neuen Eigenprodukten, aber auch zu unserer Sendung. Also ich habe etliche Kunden dort getroffen, da vielleicht auch schöne Grüße, also falls jemand doch noch zuschauen sollte wieder mal. Ja, da waren schon eine gute Anzahl an Kunden, die gesagt haben, ja, wir kennen euren Livestream, total super und wir schalten auch wieder ein. Und da habe ich auch alle informiert heute mit Special Guests. Ja. Ach, cool, du hast ein paar Impressionen noch mitgebracht, oder? Ja, genau. Sollen wir mal reingucken? Unbedingt, gerne. Ja, dann sehen wir so ein bisschen, wie das auf der Messe so aussah. Ja, also das ist die Spielemesse über 7 Hallen verteilt, ist für jeden was dabei. Und in einer Halle ist auch Modelleisenbahn. Und das ist, eigentlich ist das die größte Spur-N-Messe, würde ich behaupten, mit der größten Spur-N-Anlage. Der N-Club International organisiert das Ganze. Man sieht die kleinen Spur-N-Anlagen und die einzelnen Module. Da kommen verschiedene Clubs aus verschiedensten Ländern, aus Italien, aus Österreich, der Schweiz, und Finnland und Belgien, und die stellen ihre ganzen Module aneinander und dadurch ergibt sich eine ganz tolle, riesengroße Spur-N-Anlage. Oh, toll. Und was ist das? Der Barista? Ja, wir hatten diesmal einen Barista heute mit dabei. Ja, den habe ich heute zu Hause gelassen. Oh. Aber das kam doch sehr, sehr gut an. Ja. Wir wollten einfach mal an unsere Kunden Dankeschön rausgeben und ja, haben an all unsere Kunden Kaffee verteilt und man hatte eben auch unsere Kaffee Verpackung gesehen, also wir haben dann auch uns einen kleinen Gag gemacht und unsere kleinen Produkte drauf gepackt. Ja, das war die Messe, also man sieht die kleinen Module, also wunderschöne Messe, kann ich nur empfehlen. Toll. Ja. Ja, schön, dass du trotzdem heute hier bist. Ja, natürlich, das ist ja verpflichtend. Aber du kannst dich ein bisschen ausruhen heute. Ja, zum Glück, heute sind ja die richtigen Experten. Genau, ja. wir haben einen Special Guest eingeladen, ja, und den möchte ich euch jetzt natürlich vorstellen. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich auch von vielen, vielen Messen, von unserem Sommerfest. Von unserem Sommerfest, da war er ja auch da schon. Da war er ja auch schon. Hier an meiner Seite steht von Rocco, herzlich willkommen, Jens Köhler. Hallo. Hallo. Wieder hier. Ja, wieder hier. Schön, ja, dass du wieder hier bist. Ja, gerne. Ja, Modelleisenbahn-Fan schon ganz, ganz früh, seit dem 6. Lebensjahr oder was? Ja, so mit dem Schulanfang ging es an, oder fing es dann an mit dem eigenen Startset. Und dann, ja, da, mein Opa war halt Eisenbahner. Ja. Somit hatte man dann irgendwie die Eisenbahn schon in der Wiege. Ja, und dann gab es halt so ein erstes Eisenbahn-Startset. Naja, und irgendwie nie davon weggekommen. Ja. Dann halt irgendwann kommen andere Interessen, dann schwacht es so ein bisschen ab. Ja, und mittlerweile halt das Hobby zum Beruf gemacht. Ja, und das seit 5 Jahren jetzt bei Rocco. Mittlerweile und seit quasi fast 5 Jahren, ja, durch die Lande unterwegs, Deutsch, genau, also Deutsch, im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum, ja. Und immer in Missionen alles zu erklären und vorzustellen, da bist du der passende Ansprechpartner, wenn es um die technischen Details, genau, geht. Richtig, mein, ne, Hauptaugenmerk sind halt unsere Infotage, Digitalschulung, ja. Ja, das ganze Digitalsystem halt, was doch immer umfangreicher, immer komplexer wird. Und dazu gibt es halt immer wieder viele Fragen und die versuchen wir unter anderem auch heute wieder zu beantworten. Ja. Genau, Rocco, österreichisches Unternehmen.
Jawohl. Firmensitz in Österreich, genau. In Salzburg. Bergheim bei Salzburg. Bei Salzburg, aber da haben wir auch passende genau. Produkte heute dabei. Ja, ja und Rocco hat ja immer schon den Wert darauf gelegt, so die Verbindung zu schaffen von der virtuellen, realen Spielwelt. Genau. Und das ist ja heute auch unser großes Thema, weil wir reden über euer Z21-System. Ja. Das ist digital. Genau. Ermöglicht mir ganz, ganz viele Sachen. Ja. Und wir fokussieren uns heute auf den Z21 Pro Link. Genau. Aber lass uns zuerst mal vielleicht kurz noch mal im Groben erklären, Z21 hat ja verschiedene Elemente. Wenn ich jetzt neu anfange, was brauche ich dann, wie viel von was? Also ich brauche im Prinzip die Z21 als Digitalzentrale. Mhm. Unser Standard-Handregler ist im Prinzip unsere kabelgebundene Multimaus. Mhm. Wie man sieht, halt hängt am Kabel. Damit kann ich halt meine Fahrzeuge steuern. Mhm. Aber Kabel, egal wie lang es ist, ist immer zu kurz. Ja. Irgendwo hängt das Kabel immer. Somit gibt es das Ganze halt auch als WLAN-Variante. Schaut vom Designer, sage ich mal, gleich aus. Ist halt nur kabellos, ohne Kabel. Somit kann ich das Ganze entsprechend überall mit hinnehmen. Mhm. Oder halt dann die moderne Variante, noch mal kurz, unsere Z21-App fürs Tablet und Smartphone. Und hier drüber kann ich dann natürlich entsprechend wieder komplett kabellos meine ganze Anlage überall mit hinnehmen, habe meine Fahrzeuge und mein Stellwerk immer dabei. Super. Und bin somit komplett flexibel. Ja. Und darauf aufbauen kann ich aber natürlich noch viel mehr machen und programmieren und weichen genau, und Signale. Ja, ganz genau. Und darum geht es heute. Genau. Genau, weil wir gehen mal hier nach vorne auf unser kleines Modul. Ich kreuze einfach mal, dann kannst du an die eine und ich an die andere Seite vielleicht. Weil dieses süße es kleine geht eigentlich Teil. Es heute um dieses kleine, zarte Gerät, unser Z21 Pro Link. Sieht aus wie so ein kleiner MP3-Player. Ja. Ganz klein von früher, ne? So in der Richtung, ja, genau. Genau. Und, aber Musik abspielen kann er nicht. Nein, aber was kann er? Kann er, was, kann er? Was, kann er? Was kann er? Was ist es? Wozu brauche ich es? Und zwar kommen wir da zu unseren beiden Decodern. Einmal halt haben wir unseren Schaltdecoder, Switchdecoder für Weichen und halt zum Schalten von zum Beispiel Beleuchtung oder auch von Andreaskreuzen. Ich kann den zum Beispiel auf Blinken stellen und halt für unseren Signaldecoder. Mhm. Diese Decoder muss man halt, kann man entsprechend einstellen, konfigurieren. Mhm. So, wie mache ich das? Ähnlich wie bei anderen Sachen über viele, viele CV-Werte. CV-Werte. Was, das CV-Wert, ist für Informatiker, was passt genau, das oder was? CV-Wert ist halt ein mathematischer Wert, mit dem im Prinzip diese Sachen in den Decoder reinprogrammiert werden. Okay. Aber CV-Wert, was du schon sagtest, mathematischer Wert, ohne für den normalen Menschen, ohne irgendeine Logik, ist halt einfach nur ein mathematischer Wert. Ist ein bisschen komplizierter, ne? Genau. Vielleicht da einmal kurz, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Mich interessiert nämlich, wir erklären das ja jetzt gleich alles, aber welche Erfahrungen habt ihr denn im Programmieren schon gemacht? Habt ihr schon mal programmiert? Seid ihr schon auf Probleme gestoßen? Kennt ihr jetzt den Pro-Link schon? Weil die Probleme bei der CV-Programmierung, die ihr unter Umständen auch ja, genau, weil wir haben eben noch drüber gesprochen, hier bei Modellbau Union ist der Z21 Pro-Link noch nicht so lange im Sortiment. Ja. Ihr habt den aber schon Ende 2020 rausgebracht. Genau, ne? Ist schon seit fast 2 Jahren am Markt. Ja, das heißt, uns würde uns natürlich auch interessieren, kennt ihr den schon? Habt ihr den schon ausprobiert? Also einfach mal schreiben und alle Fragen an den Jens raus, alle Probleme, die ihr habt. Und er kann alles beantworten, hat er mir versichert. Zumindest werde ich versuchen. Genau, super. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte ja noch genau wissen, was hat es jetzt damit auf sich? Wir haben also die beiden Decoder. Und normalerweise müsste ich an den Decodern... Genau, ich habe da hier oben zum Beispiel meinen Programmiertaster. Mhm. Dann drücke ich halt den Programmiertaster. Jetzt haben wir noch in scharf. Und dann kann ich halt mit meiner Maus dann Sachen einprogrammieren, je nach Anleitung. Mhm. So alleine für den Decoder gibt es halt 4 A4-Seiten mit CV-Werten. So, dann muss ich natürlich mir erstmal aus den 4 A4-Seiten den richtigen CV-Wert raussuchen. Dann muss ich halt diesen einprogrammieren und ich muss immer schauen, welchen Wert brauche ich. Vielleicht muss ich auch dann mehrere CVs programmieren, um dann wieder zu meinem Ergebnis zu kommen. Mhm. So, CV-Werte, wie wir schon sagten, ist halt nicht logisch, ist halt einfach nur ein mathematischer Wert. Ich kann hier jeden Eingang individuell konfigurieren. Mhm. Also im schlimmsten Fall muss ich halt 8 Ausgänge separat programmieren. Mhm. Damit kann das schon mal eine ganze Weile dauern, weil
ich habe dann immer, wie gesagt, nicht nur ein CV-Wert, sondern teilweise bis zu 5 Werte, die ich dann vielleicht pro Ausgang einstellen kann. So, und das ist halt unter Umständen doch recht umfangreich, recht langwierig. Ja, und habt ihr euch gedacht, wir das machen das? Muss auch einfacher gehen. Ja, weil okay. Unser Hauptaugenmerk ist immer noch, wir sagen, die Modellbahn für den Otto-Normalverbraucher. Deswegen sagen wir, unsere Maus relativ einfach. Ja. Die kann man jemandem in die Hand geben, muss man nie viel erklären. Okay, ja. Wenn ich sie nochmal kurz in die Hand nehme. Wie so ein Joystick halt irgendwie. Genau, ich habe ne? da meinen Drehregler. Ja. Ich drehe vorwärts, rückwärts. Muss da eigentlich auch keinem Kind oder niemandem irgendwas erklären. Der sieht sofort, dass was zum Drehen. Ja. Ich drehe und kann das relativ einfach steuern. Und ähnlich hat man es im Prinzip hier. Okay, die Geräte können relativ viel, aber sie sollen trotzdem immer noch einfach zu handeln sein. Mhm. Und da kommt jetzt Z21 ProLink ins Spiel. Übrigens, genau. Artikelnummer ist die Rocco 10838 und den gibt es heute mit 5% Ermäßigung. Also der UVP ist nämlich 84,90 Euro, kostet heute 80,14 Euro. So, und wenn ihr den dann nach Hause bekommt, ihr bekommt den ProLink und ihr bekommt das Verbindungskabel nach Hause. Genau, das Kabel ist halt dabei. So, und was mache ich dann damit? Ich kann damit halt meinen Decoder im Klartext programmieren. Mhm. Bedeutet halt, ich muss mir keinen CV-Wert anschauen, sondern kann das Ganze direkt, zum Beispiel jetzt über das eingebaute Display. Jetzt gehen wir da auf Einstellungen. Genau. Und dann habe ich da zum Beispiel meine Decoder-Adresse, die ich einstellen kann. Und hier habe ich dann meinen ersten Ausgang und dann kann ich einfach hier drauf gehen und kann dann den Ausgang individuell umprogrammieren, kurz bestätigen und habe den Ausgang umprogrammiert. Okay. Aber man sieht, das Display ist halt recht klein, ja. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Okay, also ich kann das ganz direkt an diesem kleinen Gerät machen mit dem kleinen Display. Wenn ich aber sage, ach, ich habe es aber lieber noch ein bisschen übersichtlicher, noch ein bisschen größer, dann muss ich meine Augen nicht so anstrengen, nicht so klein fummeln. Ja. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das über einen Webserver zu machen, über das Notebook? Oder? Genau, zum Beispiel halt über das Tablet, über das Smartphone oder halt auch über den PC, über das Laptop. Okay, eigentlich wollen wir da? Mit allen Geräten. Eins würde ich noch kurz zugreifen. Ja? Ich kann den ProLink und unser Decoder aber nicht nur mit unseren eigenen Produkten verwenden, sondern ich kann den auch mit jeder anderen Digitalzentrale ansteuern. Dazu kann ich im Prinzip meinen Adressiermodus von Rocco auf Fremdhersteller, auf RCN-konform ändern. Und somit kann ich den auch mit jedem Zentrale von jedem anderen Hersteller nutzen. Auch zum Programmieren brauche ich nicht zwingend eine Zentrale. Wir haben hier an der Seite, die Kamera eingefangen kriegen, einen Anschluss für ein Micro-USB-Netzteil. Kann ich zum Beispiel mein Handy-Ladekabel oder ein anderes Ladekabel nutzen. Genau, es sind diese Micro-USB, ne? Genau. Für 5 Watt, also 5 Watt Netzteil, wenn ich das habe. Dazu, ne? Genau. Genau, wir haben das natürlich auch, das kann man dazu erwerben für 25,85 Euro, Artikelnummer Rocco 10859. Genau, das heißt, ich kann dann entweder den Strom hier direkt anschließen oder eben über die Zentrale. Genau, den dann Strom versorgt beziehen. Im Prinzip der ProLink mein Decoder mit Spannung und dann kann ich ihn direkt programmieren. Zum Beispiel, wenn ich mir den kaufe, packe den aus, stecke den an, setze am Schreibtisch, kann den bequem im Sitzen programmieren. Muss nicht irgendwie. Und muss nicht unter der irgendwie, Anlage wenn. Leben, weil genau, normalerweise sind die Decoder hier meistens unter der dem Anlage Diorama versteckt. Und so, ne? Ja. Ah, okay. Und das macht das Ganze erstmal schon einfacher und dann baue ich ihn halt fertig konfiguriert unter die Anlage. Ja. Okay. So, das heißt, ja, gerne. Wenn ich jetzt. Es gibt schon eine Frage. Warte, dann lass uns erstmal hier, wir haben nämlich dieses, der Jens hat gerade unser tolles Schild schon bewundert. Zeig's doch nochmal, Dennis. Genau, damit wir immer genau sehen, es gibt eine Frage, die zu klären ist. Genau. Ja, ich denke, heute glüht bestimmt unser Chat mit vielen, vielen Fragen. Der Mobana Bo hat gefragt, ich benutze die Multimaus ohne Z21. Gibt es eine Möglichkeit, die vierstellige Lok-Nummer direkt einzugeben oder geht das nur mit den Auf- und Abtasten? Nein, das geht auch, indem ich im Prinzip die Shift-Taste halten und dann OK drücken und dann kann ich hier dann direkt die Loknummer eingeben, wieder mit OK bestätigen und dann kann ich direkt zu einer Nummer shiften, hinspringen. Also Shift-Taste halten, OK, dann die gewünschte Loknummer eingeben, OK bestätigen. Super. Und jetzt sind wir direkt super zur entsprechenden Lokadresse gesprungen. Sehr das gut. Ist weil wenn klasse, man halt so von der Lok Nummer 3 auf Lok 4200 springen möchte, ist man sonst eine halbe Stunde beschäftigt. Kennt man ja. Sehr schön, cool. Ansonsten ist es ganz interessant, manche Fragen werden auch einfach direkt
von im Chat beantwortet. Ja, von unserer Community beantwortet. Ja, dafür also ist es ja schön. Genau, ja. Also, ja, das war vor 2 Wochen ja auch so. Wir haben über Bram gesprochen, dann hat jemand aus dem Stahlwerk, der im Stahlwerk arbeitet, das beantwortet. Oder der Marcel, unser Feuerwehrmann aus Dortmund, hat uns gelobt für Erklärung von den Hydranten und so. Also insofern, das ist immer schön, gut, weil da natürlich schon viele untereinander geholfen werden kann. Ja. So, jetzt aber nochmal zurück zu dem ProLink. Ja. Das heißt, ich kann das direkt an diesem kleinen Display machen. Ich kann aber alternativ auch das Notebook oder das Pad verwenden. Ne? Wie läuft das dann da ab? Mal nebeneinander halten. Mhm. Also einmal geht es im Prinzip über unsere Z21-App. Da gibt es unter Einstellungen den Punkt Z21-Link. Mhm. Passt das mit der Spiegelung? Ich glaube, wir müssen es ein bisschen... So. Da haben wir da jetzt Z21-Link. Mhm. Jetzt zeigt er mir meinen ProLink an. Was macht er jetzt? Jetzt kann ich ihn antippen. Ja. Jetzt habe ich das Menü, was ich gerade eben im Kleinen hatte, hier im Groß. Okay. Und kann dann hier wieder genauso auf die Einstellung gehen. Mhm. Habe dann im Prinzip hier wieder meine 8 Ausgänge und kann dann hier wieder sagen, so, ich möchte den Ausgang jetzt auf Blinken umprogrammieren. Das wäre jetzt zum Beispiel für ein Signal, ne? Und jetzt ist, na, Blinken wäre zum Beispiel für ein Blaulicht von einem Fahrzeug oder von Andreaskreuz. Ah ja, okay. Oder wenn ich jetzt sage, Momentbetrieb soll so lange geschalten werden, wie ich meine Taste drücke, zum Beispiel für ein Entkupplungsgleis. Mhm. Oder bistabil, sprich auf Dauerbetrieb, dann kann ich im Prinzip hier auch noch meine Schaltzeit direkt eingeben, indem ich einfach sage, so, Schaltzeit ändern, Enter, direkt umprogrammiert. Okay. Und das alles halt, ohne mir eine Anleitung anzugucken, ohne mir irgendeinen CV-Wert anzugucken, selbst ich mit CV-Werten, es ist halt der mathematische Wert. Super. Dann kann ich halt, wie gesagt, direkt im Klartext umprogrammieren. Okay. Und das Ganze geht im Prinzip auch am Laptop. Mhm. Da habe ich dann, da sehe ich auch eine App oder wie funktioniert das? Es ist unser Z21 Maintenance Tool, kostenfreies Programm für Windows. Einfach kostenfrei runterladen. Kann ich einmal halt auch Updates machen, zum Beispiel für die Maus oder auch für meine Z21. Und kann dann im Prinzip mich mit dem ProLink verbinden und habe dann einmal hier unter Decoder-Einstellung ähnlich wieder das Menü. Ah ja, okay. Und dann kann ich das Ganze im Prinzip hier auch bequem mit der Maus machen, dass ich sage so, von Dauerbetrieb möchte ich jetzt umstellen auf Wechselblinker mit Ein- und Ausblenden. Genau, über Kopf liest sich schwierig. Ja. Mit Ein- und Ausblenden bedeutet im Prinzip, er dimmt die LED leicht und fällt jetzt halt nicht scharf runter. Dann kann ich hier wieder meine Schaltzeit einstellen direkt. Ich kann hier noch einen Dimmwert einstellen. Was bedeutet das? Ich schließe zum Beispiel, stelle den Ausgang auf Dauerstrom, stelle meine Straßenlampe an. Mhm. So, die neuen Lampen, LEDs, sind zwar alle schön stromsparend, aber meistens viel zu hell. Ja. Aber den kann ich dimmen, ne? Und dann sage ich einfach so, ist mir zu hell. Nehme einfach den Schieberegler, schiebe den entsprechend nach rechts und links. Ja. Und schon kann ich das Ganze entsprechend dimmen, dass ich sage, so, jetzt passt das Licht der LED-Lampe auch zu meiner Bahnhofstraße und nicht mehr zum Stadion. Ah, super. Das könnte ich jetzt mit CV zum Beispiel überhaupt nicht. Geht auch mit der CV. Aber schon komplex. Ne? Da muss man schon Informatik studiert haben irgendwie oder so. Ne? Okay, gut. Dann, was ich ja noch faszinierend finde, ist das mit der Klemmenbelegung. Also, dass ich da auch Hinweise bekomme, ich suche das jeweilige Signal aus. Genau, dann stecken wir mal kurz unseren ProLink um. Ja, genau. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem Board hier. Das ist im Prinzip unser Z-Link-Stecker, den stecken wir jetzt einfach. Genau, weil das ist der Switch-Decoder, da geht es um Gleise. Ne, um Weichen. Weichen. Genau, und beim Signalen geht es im Prinzip um Signale, also um mehrbegriffliche Lichtsignale. Mhm. Wenn ich halt, wie jetzt hier, viele LEDs habe, die ich halt separat ansteuern will, gibt es halt einen separaten Signaldecoder. Wenn ich ein einfaches Signal habe, wie jetzt hier unser Sperrsignal, was nur Rot und Weiß hat, das kann ich nämlich auch hier anschließen. Aber hier habe ich halt nur 2 Schaltbefehle, rechts, links von der Weiche oder halt rot-grün. Okay. So, und wenn ich mehr Befehle haben möchte, dann gibt es halt einen speziellen Signaldecoder. Okay. So, und jetzt gehen wir nochmal rüber und dann zeigen wir mal. Ja, genau. Ja, also, weil jetzt haben wir ja quasi, hier steht ein Signal mit mehreren Möglichkeiten. Ne? Also, wenn ich jetzt dieses, wie nennt man das denn fachmännisch? Signal? Nein. Das ist ein Signal. Genau. Wenn ich jetzt das verkabeln möchte oder dementsprechend ansteuern möchte, wie mache ich das dann? Genau. Jetzt gehen wir uns wieder zu unserer App. Mal gucken, dass es nicht
wirklich nicht ja, so. Ich glaube, so ist ganz gut, ne? Ja. So. So, einmal aktualisieren. Jetzt zeigt er mir wieder an. Schon Signaldecoder. Ja. Okay. Super. So, jetzt kommt erstmal mein Menü. Wenn ich jetzt auf Einstellung klicke, hat er den Decoder jetzt. Man sieht schon, ganz anderes Menü. Ja. Also er baut das Menü entsprechend immer des angeschlossenen Decoders auf. Also er kennt, was ist, wo ist er angeschlossen und baut mir das Menü entsprechend meines angeschlossenen Decoders auf. Dann kann ich hier wieder einstellen, was habe ich halt für eine Zentrale angeschlossen, meine Adresse, welches meiner Signale will ich einstellen. So, und dann wähle ich im SIP hier aus, aus welchem Land ist mein Signal. Okay, und das ist jetzt aus welchem Land? Das ist jetzt ein deutsches Signal. Und dann habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen, was ist es jetzt. Das ist jetzt ein Hauptsignal, der DB. So, und jetzt ist mein Decoder programmiert. Jetzt habe ich einmal dem Decoder gesagt, was will ich für ein Signal anschließen. Ja. Jetzt muss ich natürlich noch sagen, okay, ich will das Ganze auch in meiner App dann ansteuern. Ja. Da gehen wir einmal zurück, unser Stellwerk. Und dann gibt es jetzt hier unser Z21-Signal. Ja. Hier mache ich das Gleiche nochmal. Ich sage wieder, Deutschland. Das Signal ist aus Deutschland. Aha. Ich habe in diesem Fall das Hauptsignal angeschlossen. Aha. Und dann muss ich jetzt hier noch auswählen, was ist das für ein Signalschirm. Es gibt dann nicht nur ein Signal oder nur ein Hauptsignal, sondern es gibt ja verschiedene Hauptsignale. Das ist jetzt die Bauform 1969. Und jetzt gibt es hier noch Klemmbelegung anzeigen. Und jetzt zeigt er mir im Prinzip hier an, weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennt, welche LED muss ich an welchen Ausgang vom Decoder anschließen. Also ist hier 1, 2, 3 und 5. Genau. Okay. Und jetzt weiß ich im Prinzip, okay, an Ausgang 1 muss die rote LED, nummeriert. An Ausgang 2 muss die grüne. Super. Ja, perfekt. Und somit muss ich nicht mal die Anleitung in die Hand nehmen von dem Decoder oder vom Signal, sondern ich nehme mein Signal. Ich muss halt dann nur einmal prüfen, okay, sie hat jetzt halt, das Signal hat zwei rote LEDs. Wenn ich es halt falsch angeschlossen habe, passt das Schaltbild am Anfang nicht. Dann muss ich unter Umständen nochmal drehen, aber ich weiß genau, das rote muss halt entweder an die 1 oder an den Ausgang Nummer 5. Ja, super. Richtig cool. Ja, toll. Also das schon mal so ein erster Überblick. Übrigens bei Instagram, wer noch bei Instagram ist, unbedingt rüberkommen zu modellbahnunion.com in den Live-Shop, weil wir bei Instagram gleich rausgehen. Beim Live-Shop könnt ihr mit uns chatten. Und das ist jetzt das, was ich auch einmal kurz rübergehen möchte zum Dennis und fragen, wie denn hier so die Reaktion ist auf unsere tolle Spezialistenerklärung hier und Rocco Z21 ProLink. Ja, es kamen auch noch mal ein paar Fragen auf. Ja. Also die Liliane hat gefragt, dass es eine Z21 Start gibt und hat sich gefragt, wie sich die unterscheidet von der normalen Z21. Da hat der Thomas jetzt aber auch schon mal reingeschrieben, dass eine abgespeckte Version einfach ist. Genau. Ohne den. Die Z21 Start ist halt die fürs Startset. Die ist im Prinzip auf die nötigsten Anschlüsse begrenzt. Und dann gibt es die Z21 Schwarz. Dort habe ich, sage mal, mehr Funktionen, auch für große Anlagen. Habe ein separates Programmiergleis, habe ein CAN-Bus und ein Logonet. Habe das quasi auch mehr Möglichkeiten für größere Anlagen. Aber so für den normalen Heimgebrauch, ich behaupte einfach mal, für 70% der Heimanwender reicht die Weise vollkommen aus. Okay. Ja, sehr schön. Super. Wenn das jetzt so. Ja, beantwortet auf jeden Fall schon mal die Frage. Na, Liliana, wenn es nicht beantwortet, dann gerne mal nachfragen. Modellbahnerin, also du merkst, wir haben ne, Modellbahnerin auch eingebaut. Und dann wieder der Mobana Bo hat auch noch mal gefragt, wie sieht es mit Sounddecodern im Hause Rocco aus? Wenn man da wieder mit rechnen kann. Tja, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, allgemein in der ganzen Branche, oder nicht nur in der Modellbahnbranche, das Thema Decoder, Bauteile, auch leider aktuell unser Weichendecoder, unser Signaldecoder, aktuell nicht lieferbar. Wir würden sie Ihnen gerne verkaufen. Wir wollen eigentlich nur Ihr Bestes, wir wollen nur Ihr Geld. Aber wir können sie leider nicht produzieren, weil wir aktuell keine Bauteile haben. Und das Problem ist halt auch, wir wissen nicht, wann wir wieder Bauteile bekommen. Ja. Sounddecoder, im Moment konnten wir wieder ein paar Neuheiten ausliefern, aber auch da fehlen uns jede Menge Decoder. Wir verwenden aktuell Zimo, wir sind halt wirklich von der Lieferung von Zimo abhängig. Wenn wir Decoder haben, werden die in die Fahrzeuge eingebaut und dann verkaufen wir die noch gerne. Ja, also wir drücken weiter in die Daumen, dass da nochmal was nachkommt. Ne? Und dann noch die letzte Frage von Vincenzo, der aus Italien schreibt. Oh, ja, hallo aus Italien, ist international hier, genau, ob super. Ob die Z21 auch italienische Signale anbietet? Aktuell nicht. Okay. Aber das ist halt im Prinzip über den Update vom ProLink theoretisch machbar. Wenn wir, sagen wir, die Anfrage auch mehrfach kriegen, gebe ich es gerne auch weiter. Auch das werde ich jetzt weitergeben, ob man dann eventuell auch entscheidet, okay, wir fügen dann zum Beispiel auch italienische Signale hinzu. Ja,
Also Z21 ProLink, Artikel Nummer Rocco 10838 für 80,14 Euro heute, 5% Rabatt. Und da haben wir eben jetzt eben auch schon mal drüber gesprochen. Also momentan ist es ja noch so digital. Tolle Möglichkeiten habe ich damit. Es ist ja momentan noch so, du hast eben gesagt, so die Erfahrungen sind 50% analog, 50%, die digital arbeiten. Und der große Vorteil bei digital ist natürlich, dass ich dann nicht diese Kabelbäume habe. Und wenn ich jetzt angenommen, ich würde umsteigen von analog auf digital, das erwäge, wie fange ich dann an? Also das Beste ist eigentlich immer, man nimmt ein digitales Startset, weil dort habe ich einfach alles drin. Dort ist im Prinzip meine Digitalzentrale drin, mein Handregler und halt ein Schienenkreis und eine digitale Lok. Das Problem ist halt, wenn ich eine Lok habe zu Hause, digitalisiere die oder fange gleich an auf meiner Anlage. Und so kann ich erstmal sagen, okay, nee, ich baue mir erstmal wirklich diesen Kreis auf, probiere das autark, teste im Prinzip das Fahrverhalten, was kann ich machen? Weil wir uns sagten, CV-Werte wieder, auch in den Fahrzeugen ist ein Decoder drin, in den digitalen Fahrzeugen. Und der Decoder wird auch wieder über CV-Werte programmiert. So, da kann ich halt viele Sachen einstellen. So, und wenn ich diese Sachen nicht weiß, was passiert, wenn ich welchen Wert verändere, so kann ich das erstmal wirklich auf meiner Teststrecke in Ruhe prüfen, bis ich weiß, okay, wenn ich jetzt die CV5 verändere, ist die Höchstgeschwindigkeit, drehe die Lok voll auf, sie fährt nicht mehr so schnell. Oder die CV2, die Mindestgeschwindigkeit, kann ich etwas hochnehmen, dass sie ruckelfrei fährt. Und so kann ich die verschiedenen CV-Werte einstellen. Und das, dass man es erstmal verinnerlicht, was passiert denn, wenn ich was einstelle, ist immer ganz ratsam, es erstmal auf einen separaten Testkreis zu machen. Ja, und wenn ich dann sage, ja, das gefällt mir, komme ich mit klar, macht mir Spaß und so, dann kann ich das Stück für Stück aufbauen und würde dann zum Beispiel erstmal mit einer Zentrale starten. Genau, also wichtig ist halt, die digitale Lok fährt auch analog auf meiner analogen Anlage. Also ich muss jetzt dann, kann die Lok schon digital haben, kann die erstmal ganz normal auf meiner analogen Anlage weiter nutzen, aber halt die analoge Lok fährt nicht digital. Also muss dann entweder alle analogen Loks runternehmen oder halt wirklich den analogen Bereich komplett trennen vom digitalen Bereich. So machen es im Prinzip viele, die auch große Sammlungen haben. Weil wer das schon seit 40, 50 Jahren betreibt, teilweise die Leute dann mehrere hundert Lokomotiven, dann wird es schon teuer, die alle umzubauen auf digital. Das sind dann wirklich, wo die Leute sagen, okay, mein Rangierbereich, wo es wirklich auf langsam fahren drauf ankommt, das mache ich halt digital. Und so auf der Hauptstrecke, wo die Loks eh schnell fahren, na gut, dann fahre ich halt weiter analog. Also man kann sie auch miteinander kombinieren. Ja, genau. Und bei digital kann ich dann eben spielen mit den ganzen Signalen und die Weichen ganz schnell einstellen. Genau. Alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und halt gerade bei den Soundlokomotiven, ich habe halt dann die Möglichkeit, den Sound auch zu schalten. Ja. Beim Analogen geht das zwar auch, aber das Fahrgeräusch kommt halt nur und die ganzen Zusatzfunktionen kann ich dann nicht nutzen. Das ist halt dann auch der Mehrwert von der digitalen Lok, dass ich die Sachen auch schalten kann. Und dass ich natürlich jetzt so eine einfache Bedienung dann noch habe, das macht es dann natürlich nochmal attraktiver. Und das ist auch der Vorteil vom digitalen Schalten. Ich muss halt dann meine Kabel von der Weiche, vom Signal nicht immer zu meinem Schaltpult ziehen. So, wenn das Schaltpult 5 Meter entfernt ist, ziehe ich da 5 Meter Kabel. So pro Weiche 3 Kabel habe ich dann irgendwo einen großen Kabelbaum. So gehe ich einfach zentral zwischen 8 Verbraucher, schließe die dort an und habe im Prinzip nur kurze Wege. Genau, und wenn ich dann zwischendurch mal umprogrammieren will, dann schließe ich einfach den ProLink an. Genau, setze mich danach wieder bequem auf meinen Stuhl, an meinen Schreibtisch und programmiere es gemütlich auf mein Tablet oder auf meinem Laptop. Ja, genau, okay, super. Ja, wunderbar. Das heißt, in dem Set, was ich nach Hause bekomme, ist das Verbindungskabel mit drin. Ist der ProLink mit drin? Genau. Und wenn ich möchte, kann ich das Netzkabel noch zusätzlich kaufen? Genau. Also ich kann im Prinzip das Ganze programmieren über das USB-Netzteil oder halt über die Digitalspannung von meiner Zentrale. Okay, ja super. So, dann nochmal kurz hier zur Wiederholung. Das heißt, wenn ihr jetzt im Chat bei uns bei Modellbahn Union seid, dann könnt ihr nämlich hier auf die Produkte gehen und da erscheint dann der ProLink. Den könnt ihr dann direkt kaufen, die aktuellen Produkte. Und das seht ihr dann auch im Einkaufswagen. Ihr könnt Herzchen verteilen und hier unten ist live immer der Pfeil, wo ihr mit uns chatten könnt, nachdem ihr einmal den Namen eingetragen habt. Und da jetzt noch mal kurz an Dennis die Frage. Gibt es noch aktuelle Fragen zum ProLink, zum Z21? Reichlich Fragen. Ganz viele Fragen, die auch zum Teil von Heiko und Thomas auch schon beantwortet wurden. Die kennen sich ja auch gut aus. Aber ich kann sie auch noch mal aufführen, dass das für alle noch mal verständlich ist. Also vom Züge 2020 kam die Frage, kann ich das ganze System, so wie es erklärt wurde, mit Märklin C-Gleis und unter anderem auch Märklin und Pico-Loks verwenden? Die Antwort ist ja, das ist kein Problem, solange man die passenden Decoder für die Weichen etc. verwendet. Genau, also zentrales Multiprotokollfähig, also auch fürs Motorola-Format
Somit kann man das Ganze auch mit dem Dreiladesystem verwenden. Genau, dann kam noch vom Stefan die Frage, er kann seine Z21 nicht mit seinem PC verbinden. Es hat in der Vergangenheit immer funktioniert, ob es daran liegt, dass er einen neuen PC bekommen hat. Da wird dann auch geantwortet, dass er am besten mal die Z21 mit der Update-App auf dem Telefon auf den aktuellen Stand bringt. Vielleicht sollte es dann auch halt, wenn es ein neuer PC ist, dann die Sicherheitsanforderungsmeter hoch eingestellt. Mhm. Dann muss halt im Windows Defender, also in der Windows-eigenen Firewall freigegeben werden, dass ich ihm den Zugriff über das Netzwerk erlaube. Und unter Umständen halt auch in der Firewall oder halt auch in einigen Antivirenprogrammen, die auch dann den Zugriff sperren. Wenn ich halt dann das einmal blockiert habe, dann muss ich es halt unter den Einstellungen im jeweiligen Programm wieder freigeben. Aber es sollte auch mit dem modernen PC, also mit dem aktuellen Windows auch funktionieren. Genau, dann kam gerade noch eine Frage rein vom Mobanabo, ob man bei einer 218 den Sound zum Beispiel durch Veränderung der CVs so beeinflussen kann, dass der Motor samt Turbolader erst auftritt, bevor die Lok losfährt. Gute Frage. Kann ich jetzt so aus dem Standgreif nicht beantworten. Dann am besten eine E-Mail an unseren Service schreiben. Die können Ihnen dann eine fundierte Antwort sagen. Ja, super. Vielen Dank. Also ihr seht, Sendung mit der Maus, Spitzname von Mobanabo. Wir machen unserem Namen alle Ehre, Sendung mit der Maus für Modellwarner. Und wo wir gerade über Loks geredet haben, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer wunderbaren Neuheit, die du uns mitgebracht hast. Hier ist die Neuheit. Da steht sie. Und da mit auch. Welcher fangen wir an? Wir fangen mit der Vierwaldstätter See an, oder? Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier die Rocco E-Log 193658-2 von der SBB. Die gibt es in Analog, Gleichstrom und Digital Sound mit Gleichstrom. Analog ist es die Artikelnummer Rocco 70726. Kostet heute anstelle von 251,90 Euro 237,75 Euro. Digital mit Sound ist die Artikelnummer Rocco 70727 und dort ist der Preis anstelle von 361,90 Euro 341,57 Euro. Die wir Lok. Wir haben jetzt auch Sound, ich wollte dich jetzt nur nicht unterbrechen. Ja. Ist halt. Die modernen E-Loks, gut, dann habe ich jetzt nicht so einen Sound wie bei einer Dampflok, wo ich dann irgendwas habe, dann ist im Prinzip der E-Motor, der läuft, aber... Ja, sieht toll aus. Und übrigens bei Instagram, wir machen jetzt Schluss bei Instagram, ihr müsst rüberkommen zur Modellbahn Union, um hier weiter zu schauen. Tschüss, kommt rüber. Das sieht toll aus. Sie machen sie etwas ruhiger. Wunderschön. Also ich finde sie zum einen wunderschön in der schwarzen Farbe. Ja. Gab es so jetzt noch, die war zu erzählt, die war sonst immer blau, ne? Genau, die SBB hat die Fahrzeuge immer blau foliert. Mhm. Und das ist jetzt eine der ersten Fahrzeuge, die im Vorbild hat auch jetzt in schwarz foliert wurden. Ist halt, ja, schwarz irgendwie sehr modern, zeitloses Design. Mhm. Ja, und dann mit dem Alpenzug drauf, ja. Ne, genau. Und was ich ja auch super spannend finde, ist, dass die Lok international fahren kann. Ja. Weil, wie funktioniert weil sie das? Halt also früher das Mehrsystem hat, ja. Also sprich, sie hat nicht nur den einen Pantographen für das deutsche Stromnetz, mhm. und entsprechend die Ausstattung, sondern halt für die verschiedenen Stromsysteme verschiedene Pantographen, verschiedenes Innenleben, verschiedene Zugsicherungssysteme, um halt mittlerweile halt direkt auch von den Niederlanden bis nach Italien durchzufahren. Und früher musste man immer an den Grenzen Lokomotive abkuppeln, die anderen Lokomotive ankuppeln, war halt immer mit viel Zeit verbunden. Mhm. Mittlerweile kann die Lokomotive halt durch halb Europa direkt durchfahren. Ja. Spart halt das lange Lokwechsel. Ja, fährt dann einfach den Pantographen rauf und runter und genau. Wechselt das System. Ne? Und genau, das heißt, wir reden hier über das Modell Vectron. Ja. Ne? Und das ist der aktuelle Verkaufsschlager, ja. Der Firma Siemens. Ja. Ja. Ja, genau. Schon über 1000 Stück im Vorbild verkauft, im Modell. Ja. Schon einige mehr. Also super. Ja, also so dass das Nonplusultra, kann man so ein bisschen sagen, zurzeit. Das ist so, ne? Das aktuelle Güterwagen oder Güterzugverkehr eigentlich die Lokomotive aktuell beim Vorbild. Vierwaldstätter See. Genau, der Taufname. Der Taufname. Bei der SBB Cargo hat im Prinzip jede Lok einen eigenen Taufnamen. Und da haben wir im Prinzip hier vorne da auch nochmal entsprechendes Logo drauf mit dem Taufnamen. Am Führerstand jeweils. Ja, super. Und so hat im Prinzip da jede Lokomotive ihren eigenen Namen. Ja.
Und dieselbe Lok, also dasselbe Modell. Dasselbe Loktyp, ja. Selbe Loktyp. Haben wir auch noch dabei, aber in einer anderen Ausführung, also nämlich die Jedermann. Da. Ah, es gibt zuerst, bevor wir das machen, gibt es erstmal wieder eine Frage. Genau, dann gehen wir eben mal rüber zum Dennis. Also, wir merken uns Vierwaldstätter See und gleich kommt die noch eine zweite Neuheit. Jawohl. Genau, okay. Brandheiße Frage von Züge 2020. Er fragt sich, ob die Lok in der AC-Variante auch bald schon lieferbar ist. Das ist die. Dort hängt es aktuell halt noch am Decoder, aber auch die sollte jetzt demnächst verfügbar sein. Ich hoffe mal noch Ende November, aber ich würde ungern meine Hand ins Feuer legen. Wie gesagt, es hängt alle am Decoder, aber auch die wird demnächst verfügbar sein. Okay, aber AC hätten wir im Angebot beim Jedermann Vectron. Genau, die steht nämlich gute dahinter. Überleitung. Gute Überleitung. Genau, also Jedermann Vectron in grün, die sehen wir dahinter. Jedermann Hoffmannsthal, das heißt, geht es um die Salzburger Festspiele. Es ist eine Lok aus Österreich. Das heißt, auch wieder die E-Lok 193658. Nein, falsch, 193 und dann 746-5 von SETG, von der Salzburger Eisenbahn. Und Transportgesellschaft. Und Transportgesellschaft, so ist richtig, genau. Und weil das eben von der Salzburger Eisenbahn und Transportgesellschaft ist, ist die toll foliert mit dem Motiv von den Salzburger Festspielen, vom Jedermann. Und wenn wir das hier sehen, welche Seite sehen wir jetzt? Genau. Jetzt sehen wir die Jedermann-Seite. Und jetzt sehen wir die Jedermann-Seite. Genau, wenn wir sie einmal umdrehen, dann sehen wir zum einen ein bisschen was von Salzburg selber. Wir sehen aber auch das Konterfei von Hugo von Hoffmannsthal. Das ist derjenige, der den Jedermann geschrieben hat. Die österreichische Flagge ist drauf. Und wenn wir es jetzt wieder rumdrehen, dann sehen wir noch ein bisschen mehr von den Salzburger Festspielen, weil da ist nämlich dann zum einen. Also ich bin ja Darstellerin, das heißt, ich habe Schauspiel, Gesang und Tanz studiert und insofern habe ich sofort, yay, hat man mir eben... Du konntest so, mit Jedermann direkt was ja, anfangen. Ja, genau. Das ist eben das große Schauspiel, was ewig schon in Salzburg gespielt wird, was so viel Aufmerksamkeit erregt. Da ist der Max Rhein auch noch drauf, der hat in den 20er Jahren die Salzburger Festspiele gegründet und es gibt ein Zitat vom Jedermann. Und da haben wir heute den Dennis, unseren kleinen Schauspieler. Den kleinen Schauspieler, genau. Der hat so gute Augen, der konnte das nämlich mit purem Auge lesen, ja, fast. Sehtest bestanden heute, würde ich sagen. Also magst du uns rezitieren aus dem Jedermann? Aus meinen Leiden hab ich Gewinn, dass ich vermag in meinem Sinn des Teufels Fallstrick zu erkennen und meine Seele vom Geld abtrennen. Yay! Wunderbar. Schauspielstunde auch bestanden. Ja. Besser geht's nicht. Also das ist auf der Lok drauf. Genau. Und die Lok gibt es im Gleichstrom, die gibt es im Wechselstrom, die gibt es analog und mit Sound digital. Jetzt sage ich euch noch mal einmal kurz die Artikelnummer und die Preise. Also analog ist die Artikelnummer Rocco 71997 mit 10% Ermäßigung heute für 213,21 €. Digital mit Sound die Artikelnummer 71998. Auch 10% Ermäßigung kostet 312,21 € und für den gleichen Preis gibt es das Modell in AC, also in Wechselstrom. Artikelnummer ist dann 79998. Da haben wir das Zitat nochmal im Bild. Und den Max Reinhardt sehen wir. Da. Und da auch, sehen wir auch nochmal den Hugo von Hoffmannsthal. Ja, also vielleicht ist da jemand von euch auch Theaterfan? Und war schon mal bei den Salzburger Festspielen. Ich glaube, die werden ja auch jedes Jahr nochmal übertragen irgendwie. Also auch hier vom Modell dieselben Voraussetzungen. Das heißt, fährt auch international, ist kompatibel für die verschiedenen Stromsysteme. Ja, genau. Ist mittlerweile bei den meisten Fahrzeugen so, weil die ja doch im überregionalen Verkehr eingesetzt werden. Mhm. Und da ja Europa doch relativ offen ist im ganzen Bahnbetrieb, haben wir mittlerweile sich die meisten Bahnbetreiber oder Eisenbahnverkehrsunternehmen dafür entschieden, halt mehr Systemloks anzubieten oder zu kaufen, halt, die einfach flexibel einsetzbar sind. Ja. Ich sehe schon wieder das gelbe Händchen. Hier ist ganz ständig was los, ne? Genau. Also, hin und her, Dennis, nächste Frage. Genau. Also wenn wir schon mal den Fachmann heute da haben, es kam gerade im Chat die Frage auf, wie es mit den Zurrüstteilen ist. Also was für ein Kleber wird verwendet, wird es überhaupt geklebt, was man da für Empfehlungen geben kann? Also eigentlich braucht man unsere Zurrüstteile nicht ankleben. Wenn, dann mit Sekundenkleber,
Aber im Normalfall eigentlich werden die Teile bei uns alle nur gesteckt. Sehr gut. Super. Dann ist die Frage beantwortet. Cool. Sound ist genau dasselbe wie bei dem Vierwaldstätter See? Ja, können wir auch gerne nochmal anmachen. Verfügt übrigens auch wieder über eine Innenbeleuchtung die Lokomotive, über zuschaltbares Fernlicht. Genau. Hey! Super. Und da steht sie wieder. So, man wird einfach super. Leise. Ach, ich habe so einen Spaß daran. Ihr seht übrigens, falls ihr euch hier wundert, was sonst noch auf dem Diorama so zu sehen ist, das sind jetzt Prototypen von Rollmaterial, was noch kommt. Ne? Genau, was demnächst erscheinen wird. Ja, das heißt, ich hatte mir aufgeschrieben, tschechische Silowagen. Jawohl. Die aber so, also Prototypen heißt, da stimmt auch die Farbgebung. Genau, und sie sind noch unlackiert und bedruckt. Ja. Das sind im Prinzip die Handmuster, die im Prinzip gebaut werden, wenn die Spritzgussformen alle fertig sind. Ja. Dann werden das erste Mal alle Teile produziert. Und dann wird halt geschaut, passen alle Teile zusammen. Mhm. Ist im Prinzip dann, die Teile werden die richtig ausgespritzt in der Form. Passen die alle zusammen? Ist irgendwo vielleicht eine Bohrung zu groß, zu klein? Gerade hier oben bei den Gittern sind die entsprechend wirklich so gespritzt worden, dass die auch... Dass da auch Gitter sind, ne? Dass auch Gitter sind, dass keine Fläche ist. Ja. Dass man das Ganze entsprechend dann schaut, dass alles zusammenpasst. Und erst dann wird die Form gehärtet und erst dann beginnt die Serienproduktion. Ah ja, toll. Und wann dürfen wir mit der Serienproduktion rechnen, mit den Ergebnissen? Die sollen dieses Jahr noch erscheinen. Ach, toll. Passen noch vor Weihnachten vielleicht. So Gott will. Soll es sein, ja. Und da vorne sehe ich auch noch was. Auch ein neues Wort übrigens, kannte ich noch nicht. Spantenwagen. Der kleine hier in weiß, der kommt farblich dann auch anders. Der ist dann auch in grün. Ja, genau, okay. Im Prinzip ein Schmalspurwagen der ÖBB, der österreichischen Bundesbahn, der da auch in vielen Bereichen gefahren ist, als komplette Neukonstruktion, wird im Prinzip ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen, sofern alles nach Plan verläuft. Okay, und das ist jetzt Spur H0E, ne? Genau, H0E, also H0 Maßstab, aber halt 9 mm Spurweite, deswegen halt schmaleres Gleis. Passt halt aufs Endgleis. Hier passt zwar der Schwellenabstand jetzt nicht, vom Maßstab her müsste etwas weiter sein, aber von der Spurweite ist es im Prinzip Spurendgleis. Ja, okay. Ja, wunderbar. Dann, wir hatten Loks, wir haben diese Prototypen, die noch kommen, aber natürlich ganz und viel... Und schon wieder Fragen. Schon wieder Fragen. Das war ja heute klar, dass heute der Chat glüht bei diesem ganzen... Wenn der Rocco-Fachmann da ist und das alles so wunderbar erklären kann... jede Detailfrage und alles, was mit Digitalisierung, Programmierung zu tun hat und so. Und, oder was ist, gibt es jetzt noch eine brandheiße Frage, die den Chat entflammt hat. Ja? der ICE1, ob der auch in der AC-Variante kommen wird? Und falls nein, ob es dann als Wunsch bitte weitergetragen werden kann? Weitertragen kann ich es. Ob der jetzt als AC angekündigt worden, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Müsste ich jetzt wirklich ins Neuheitenblatt gucken. Aber scheinbar ist er nicht als AC angekündigt. Aber ich werde es auf jeden Fall mit weitergeben. Ja, ja, wunderbar. Perfekt. Wow. Also danke schön, Jens, für deine Zeit, dass nichts du hergekommen bist. Immer unterwegs und heute ganz weit angereist, extra aus Dresden. Ja, knapp 600 aus der Nähe von Kilometer, Dresden, ja. Also vielen, vielen herzlichen Dank, wenn ihr noch Fragen habt. Da winken sie schon wieder. Ihr werdet uns bestimmt nicht nach Hause gehen lassen jetzt, solange der Jens hier ist. Wir werden hier heute bis 8 Uhr Live-Sendung machen. Wir werden das alles wieder aufholen, was wir am Anfang verpasst haben. So. Vom Rainman kam jetzt noch die Frage, werden die Wagen geätzte Gitter haben? Die tschechischen Wagen, nein. Das sind alles Kunststoffteile. Okay. Aber trotzdem durchbrochen. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal versuchen wollen, ob man es in die Kamera einfangen kann. Sie sind auch durchbrochen. Ja, sieht man super gut. Mhm. Sieht toll aus, Wahnsinn. Sieht da schön, da die Zwiebeln unten drunter, also die sind wirklich durchbrochen und sind Kunststoffteile. Super. Tolle Neuheiten, tolle Sache mit dem Z21 ProLink. Also auch es gibt ja immer so viele neue Sachen, die ihr auf den Markt bringt und versucht zu verbessern. Und das ist so schön, das ist auch ein großes Plus hier von unserer Live-Sendung, dass wir da eben nochmal das Augenmerk drauf richten können. Weil auch hier allein bei Modellbahn Union, wie viele Produkte sind es? Über 24.000.
Und dass da so was Tolles, Neues dabei ist, dass wir da auch wirklich noch mal Zeit uns genommen haben, uns das anzugucken. Apropos so viele Neuheiten, so viele tolle Produkte. Und eine Sache, da müssen wir noch unbedingt drauf zu sprechen kommen, ganz kurz. Aber ein Schnäppchen darf natürlich auch heute nicht fehlen. Hier ist unser Schnäppchen. Und es ist nicht nur ein Schnäppchen, sondern Marcel, es sind... Wir haben schnell nochmal nachgeguckt, was Dennis gesagt. Guck nochmal schnell nach, wie viele es aktuell sind. Also liebe Sa, wir haben jetzt gerade nicht nur ein Schnäppchen, sondern hinter mir ist das Lager voll. Die Black Friday Week. Black Friday Week, die ja überall in allen Medien groß gespielt also werden. Gibt es auch bei Modellbahn Union, ja? Ja, natürlich. Ich vergesse das Mikrofon. Check, check, one, two. Yeah. Also wir haben das natürlich jetzt... nochmal frisch nachgeprüft und es sind tatsächlich 6.833 Black Friday Schnäppchen. Teilweise bis zu 80% reduziert. Das stimmt, ja. Habe ich mir eben notiert. Bis zu 80%, das ist das absolute Maximum. Und ja, nur solange der Vorrat reicht und auch nur diese Woche. Also nach der Woche, nach der Black Friday Woche wieder der normale Preis. Ja, also das lohnt sich richtig. Da habt ihr jetzt meinem Wunsch sehr gut nachgekommen. Vielen, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht alle rausholen konnte. Wir alle verlinken im Shop, aber es... ich hoffe, du entschuldigst ja, die natürlich. Angelegenheit. Ich glaube, da werden hier unsere Fans schon genau wissen, wie das funktioniert. Ich möchte gerne aber vielleicht auch zeigst du gleich nochmal, wo man am besten hinkommt zu den Schnäppchen. Genau, also ich hatte jetzt hier mir einmal schon mal die tolle Hoffmannsthal und Jedermann Lok rausgesucht natürlich. Jetzt, das ist ja, da schlägt mein Herz ja sofort höher. Das wollte ich euch einmal hier zeigen. Das heißt, auch wenn das Live-Shopping gleich vorbei ist, könnt ihr die natürlich hier im Web euch suchen, könnt sie in den Warenkorb legen und dann ganz wichtig, wenn ihr, sollen wir nochmal nach Schnäppchen auch suchen? Ja, schnapp dir am besten nochmal ein Schnäppchen, dann kannst du dir auch einen richtig guten Was gebe ich denn dann am besten hier oben an? Ja, am besten gehst du in der Menüleiste auf unsere Sonderangebote. Angebote? Genau. Hier schon mal wunderschönes Modell mit dem neuen 16-Bit-Sound und so, ne? Ah, guck mal, was würde denn jetzt dazu passen? Ja, da müsstest du lange suchen, was genau dazu passen würde. Ich würde einfach eine Lok mal aus spaßeshalber einfach nehmen. Wahnsinn. Nee, eine Straßenbahn hier. Das sind Schmalspur-Loks, aber du machst jetzt ja gerade keinen realen Einkauf. Nein. Also kannst du dir einfach irgendeinen Artikel, der weiter oben ist, aussuchen aus den Schnäppchen. Weil dann hast du ja, guck mal, da so eine wunderschöne Fulgorex-Loks kannst du dir mal privat gönnen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja auch stark reduziert. Ist definitiv ne? ein Schnäppchen. Genau, Weihnachtsgeschenk für mich. Von dir. Könnt ihr mal aus Bonus aushandeln. Genau. Also das heißt, da findet ihr die Angebote wunderbar. Und dann, was super wichtig ist und weswegen ich das eben auch nochmal besprechen wollte mit euch, wenn wir jetzt zum Warenkorb gehen, bevor wir zur Kasse gehen, seht ihr hier die Geschenke. Das heißt, auch wenn noch nicht Weihnachten ist, gibt es bei Modellbahn und jeden Tag Geschenke, wenn ich was also einkaufe. Also jeden Tag und das ganze Jahr über gibt es bei uns immer was geschenkt. Wenn die man Bonusartikel, die Gratisartikel. Genau, ein kleines Dankeschön. Je nach Einkaufswert darf ich mir dann hier verschiedene Bonusartikel aussuchen. Weil ich jetzt viel eingekauft habe, scrolle ich mal ein bisschen, dass ich mal... Ja, ruhig ein bisschen langsamer, sonst sieht gar keiner, was du da überscrollst. Hier gibt es so ein paar Bücher. Ja, so gesehen, das meiste ist nach Wert gestaffelt, aber natürlich haben viele Dinge auch einen individuellen Wert für den Puzzle. User. Ja, zum Beispiel. Eisenbahnabenteuer, das finde ich schön. Das nehme ich mir jetzt in den Warenkorb dazu. Und das kriegst du dann bei dem Warenwert kostenlos dazu. Super. So. Passiert, ich gehe zurück in meinen Warenkorb. Jetzt kann ich aber wieder schneller scrollen. Jetzt darfst du ganz schnell scrollen. Genau, zurück nach oben. Du willst ja schnell bezahlen, nachher ist das Schnäppchen weg. Ja, genau. Wie lange bleiben die Artikel im Warenkorb? Ja, die bleiben, solange deine Session ist im Warenkorb. Ah, ja, außer du hast dich registriert, dann kannst du es auf die Merkliste setzen oder ähnliches. Aber im Warenkorb selber, also wenn jetzt einer den Kauf jetzt schon getätigt hat und wir hätten theoretisch nur ein Stück von der Jedermann-Lok zum Beispiel auf Lager und jemand hätte die jetzt schon gekauft, dann kannst du sie nicht mehr kaufen. Okay. Wir bieten nur das an, was wir auch wirklich auf Lager haben. Ja. Und ihr seht hier das Puzzle, 0 Euro und dann kann ich ganz normal mit den Checkout-Prozessen bezahlen. Und ja, so funktioniert das, auch wenn wir jetzt gleich offline sind. Super,
So viel zu unserem Einkaufen, auch offline von unserem Live-Shopping. So, jetzt noch letzte Chance. Gibt es noch eine Frage, die der Jens schnell beantworten sollte? Eine Frage. Zur Fachexpertise, solange der Mann noch hier ist. Die letzten Gelegenheiten, letzten Sekunden. Ja, eine Frage vom Robi Tobi. Kann man Lockbilder von Rocco auf CS2-3 draufspielen? Na, theoretisch, soweit ich weiß, kann man da eigene Bilder draufspielen. Wenn man die Bild sich von der Homepage runterlädt von Rocco, sollte die dann theoretisch auch auf die CS2 oder CS3 aufspielbar sein. Okay. Also, soweit ich weiß, kann man da JPEG-Bilder hochladen. Sehe ich eigentlich kein Problem, okay, dass es nicht funktionieren sollte. Super. Jens, ja, vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise hier, dass du uns das alles so... Danke, dass wir unsere Produkte hier bewerben durften. Ja, anschaulich, anschaulich erklärt hast und alle Fragen beantwortet hast. Wo geht's als nächstes hin? Ich glaube nach Münster. Ja, immer unterwegs in Sachen Rocco, um alles zu erklären. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Danke an Dennis und Marcel und alle Modellbahn-Unioner natürlich. Danke auch. Danke an unser Team hier Backstage, Jonas, Jonas und Leon und alle, die das mit organisieren. Danke an euch, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns wieder am 5. Dezember zu unserem Nikolaus-Special. Und wie ich gelesen habe, gibt es eine Überraschung für mich. Genau, aber erst auch mal danke an dich, Isa, dass du die Sendung wieder so toll moderiert hast. Ja, sehr gerne. Das macht mir einen Riesenspaß. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt noch ein bisschen schreiben, wenn es noch Fragen gibt. Auf die Schnelle ansonsten natürlich immer Newsletter abonnieren, ganz wichtig. Genau. Hast du schon angelinkt? Der Thomas hat schon einen Link reingepackt. Super. Da kriegt ihr mal die Neuheiten mit, jederzeit über Instagram und Facebook. Da gibt es auch einen Zähler, ne? Dann befolgen wir jede Woche auch noch, was dazukommt. Adventskalender, das noch ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ich sehe hier meine Karten drauf. Ich wollte mich zwar schon verabschieden, aber bald ist der 1. Dezember. Das heißt, die Adventskalender sind noch ein paar Reste noch da. Und zwar die beiden von noch. Genau. Hast du auch angelinkt, angepinnt. Pinne ich gleich rein. Genau, also wer da noch sich eine Freude machen will mit einer ganzen Landschaft oder bei dem Kleinen, sind die Figuren mit drin, ne? Wir sehen uns am 5. Dezember wieder, dann feiern wir ein bisschen Nikolaus, haben eine tolle Überraschung. Unbedingt, ja. Genau. Und dann sagen wir jetzt an dieser Stelle vielen Dank und bis in 2 Wochen. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.